Ja, moin, willkommen bei Review Mirror. Dieses Mal stelle ich euch wieder was mit Solar vor, aber mal was Kleineres, was anderes. Ein Faltmodul, hier zu sehen jetzt im Bild, mit sagenhaften 60 Watt. Unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link, wo ihr das Teil herbekommt. Und mich hat das jetzt auch mal interessiert. Ich meine, hier zum Beispiel, wir haben so ein Dock-in Define USB-Radio, welches interne Akku hat und welches über 12 Volt geladen wird. Da habe ich das natürlich gleich ausprobiert. Das geht wunderbar. Ihr könnt das Radio dort tagelang im Prinzip betreiben mit diesem Modul. Und es hat auch noch Schatten. Und mich hat auch interessiert, kann dieses Modul jetzt außer über USB und diesen 12-Volt-Ausgang auch noch für andere Sachen verwendet werden. Nun, USB, wie gesagt, mit dem Handy ist es einwandfrei. Wir haben dort 5 Watt Ladeleistung an diesem roten USB-Port. Wir haben noch einen normalen USB-Port dran. Und wir haben jetzt mal den Solartester bemüht, um zu schauen, was kann das Modul denn wirklich. Ich blende euch das Video jetzt mal ein und die Bilder. Und da seht ihr mal, was dort wirklich jetzt rauskommt. Also wir haben so um die knapp 50 Watt auf jeden Fall da anstehen. Und wenn man die Module noch ein bisschen abkühlt, jetzt nur von vorne, von der einen Seite mit Wasser, dann seht ihr, wir kommen da auch noch auf fast 55 Watt. Also sehr, sehr nah an dieser Angabe von 60 Watt. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, denn prinzipiell übertreiben die ja immer und sagen, hier, wir haben 50 Watt Modul und dann kommen da 20 raus, wenn überhaupt. Also an der Stelle schon mal Hut ab. Klar, der Preis ist natürlich jetzt auch mit ungefähr 100 Euro zu beziffern, aber meiner Meinung nach macht es, was es soll. Was mich dazu noch ein bisschen überrascht hat, ist, es gibt keinen Herstellerhinweis, da steht also keine Werbung drauf auf dem Ding. Ist ein bisschen komisch, es gibt auch keine Tasche oder so irgendwas dabei und es gibt keine Aufstellmöglichkeit. Also ihr müsst irgendwas haben. Man kann auch nirgends das Ding festmachen, außer an dem Haken, an der Trageschlaufe. Es gibt keine Ringösen oder ähnliches und keine Aufsteller. Das ist wirklich ein Kritikpunkt, wo ich sagen muss, für 100 Euro, Freunde, da müsste man schon irgendwas machen, dass man das dazu macht. Aber alles in allem ein solides Teil. Ich hoffe, es hält lange und es macht das, was es soll auf jeden Fall. Wie gesagt, alles Laden, Powerbanks, Handys und sogar hier so ein 12-Volt-Radio, so ein USB-Radio geht einwandfrei. Es sind noch Adapter mit dabei und ein kleines Verlängerungskabel. Da könnt ihr die Adapter draufstecken und könnt damit auch Laptops und ähnliche Sachen laden. Genau, das war's gewesen. Fragen, Kritik, Anregungen wie immer runter in die Kommentare. Wenn Zeit ist, werde ich darauf antworten. Bleibt stabil und gesund. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.